Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich habe jetzt zwei Herren hier. Die haben den langen Weg von Zolling an der Amper nicht gescheut. Seid ihr echt hergeradelt, oder was? Ja, freilich. Ja, von Zolling, kennen Sie Zolling? Von Neifern weg, Neifern bei Freising, oder was? Ja, ja. Seid ihr von, weil mit dem Auto übertreiben wollen wir es nicht. Mit dem Auto haben seid ihr von Zolling Neifern gefahren und ja, dann mit dem Radl. Aber trotzdem ist das weit. Ja, ja. Nein. Macht das öfters? Das machen wir öfter. Ja. Ja, die wollten jetzt wissen, wie weit sie mit der Wiesn sind, ob man schon einkehren kann. Und jetzt das haben sie den. Und da gab es eine Bauarbeiterkantine, und da haben wir schon drin gewesen, haben wir auch hergefahren. Da haben wir, glaube ich, sogar mit dem Bus hergefahren, mit dem Radl durchwegs. Wann war das gewesen? Vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren oder 5 Jahre, keine Ahnung. Und haben sie einen reinlassen, oder? Das haben wir gesagt, machen wir heute wieder. Okay. Rundum alles abgesperrt, aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Ist auch verständlich, irgendwo. Da wenn die drin arbeiten da, müssen. Da muss man einen Blaumann mitnehmen, ja, ja. Und einen Staufer fetten und ein feines Sägleim. Weißt? Mhm. Und dann den Blaumann anziehen, ein bisschen Staufenfetten drauf, Sägelein drüber putern, dann kommst du rein. Das ausschaut ja aus deinem Ohren. Ja, also das da. Was bist denn du vom Beruf? Ja klar. Was sind Sie vom Beruf gewesen? Vom Beruf? Landwirt, oder? Nein, Kaufmann. Kaufmann? Ja. Da haben Sie den Blaumann nicht so zum Tag gehabt, gell? Was haben wir da? Keinen Blaumann noch gehabt, oder? Ein Blaumann? Ja, Blaumann kennen Sie das nicht? Nein. Arbeitsanzug. Arbeitsanzug, wie Sie es bei der Bundeswehr gehabt haben. Da immer als junge Leute haben wir arbeiten müssen am Hof. Wir haben, da haben wir Landwirtschaft. Okay. Und wir haben mit 6, 8 Jahren sind wir schon eingespannt worden. Ja, wenn wir 10, 12 Jahre alt waren. Wir haben in der Früh um 5 Uhr aufstehen müssen jeden Tag und haben wir Futterei geholt. Also das, wir haben schon das erlebt, was andere nicht erleben. Aber ihr habt es nicht mehr mit der Sans machen müssen, oder? Doch, mit der Sans haben wir auch noch gemacht. Müssen Sie sich einmal vorstellen, ich habe mit der Sans gemacht, bin auf dem Ranken, wissen Sie, was ein Ranken ist? Ja, so ein da, wo die ganzen Dämme sind an der Amper, ist nein, ein nein, Ranken? Nein, das war am Feld draußen. Okay. War am Vormittag, ja, und dann hat es geheißen Brotzeit. Und dann habe ich mit der Sans, die habe ich so einen runterhängen lassen, bin ich dem Ranken aufgegangen und die war noch ein bisschen nass. Ja, dann bin ich runtergerutscht und habe mich da. Also und ist die Narben her, oder was? Nein, ist ein Meniskus. Okay. Eingeschnitten. Okay. Und das war so, dass da bald die Muskeln. Achillesfähne, ja, die Muskeln. Ja, die Achilles kaputt war. Ja. Ich habe dann den schönsten Sommer gehabt, weil ich im Krankenhaus war und habe nicht arbeiten brauchen. In Freising im Kreiskrankenhaus, oder? In Freising im Kreiskrankenhaus und da war ich. Da war ich 10 oder 11 Jahre alt. Und da haben wir schon mit der Und freuen Sie jetzt schon aufs Oktoberfest? Ich gehe nicht da. Nein. Dann sind Sie aber der einzige Mensch aus Zolling, der nicht geht, oder? Glaube ich nicht. Der geht noch nicht her, oder was? Er geht auch nicht nach. Aber mit dem Radl herfahren, das sind so die Typen. Landkreis Freising, Zolling an der Amper. Lassen Sie mit dem Auto auf Eich nach Neifern fahren, genau, fahren dann mit dem Radl rein und gehen dann nicht auf die Wiesn. Aber das muss eine billige Brotzeit kriegen, weil wenn die Wiesn auf ist, das können wir uns dann nicht mehr leisten. Haben Sie uns ja nicht reinlassen, wir wollten ja in die Wiesn. Das darf man schon lange nicht mehr. Ich bin ja immer froh, wenn ich überhaupt rein darf, weißt du. Musst nicht mehr erst einen Presseausweis herzeigen, da brauchst du nicht Regenehmigung. Jetzt fahrt's heim, oder? Jetzt fahren wir. Ja, jetzt fahren wir. Heim zu. Englischen Garten. Okay. Und dann vielleicht, wenn unser Biergarten im Weg kommt, dann kommen wir noch mal rein. Aber das wird dann schwierig, da sind viele Biergärten. Garching, der ist schön. Garching am Mühlbach. Auch. Okay. Also kommt's gut heim. Könnt ihr euch dafür im Fernsehen sehen? Also so einzigartige Treffen wie heute habe ich noch nie erlebt. Nur eine letzte Frage. Da gibt es doch bei euch draußen gibt's doch diesen einen Biergarten da beim Angelberg hinten. Oder Hag. Gibt es den noch? Ja, ja, und wie? Ja, ja. Und wie? Einer der schönsten Biergärten Bayerns. Ja. Kann man da noch so Lokomotiv fahren? Läuft da die Lokomotiv noch? Im Biergarten, für die Kinder schon, ja. Ja, ja, ja. Also wenn Sie gar nichts anderes wissen, danke. Okay. Hag an der Amper. Wenn Sie in Zolling sind, müssen Sie einfach Richtung von diesem Heizkraftwerk schauen. Große Kamine und da daneben ist der Biergarten. Dann wir schauen weiter. Wo bist du her? Ursprünglich aus Nürnberg. Okay, also da habt ihr, was habt ihr, einen Plärrer, oder? Den haben wir ja. Was ist eigentlich Plärrer, weil es so laut ist und weil die Leute rumschreien? Oder? Das haben wir uns auch schon oft gefragt. Habt ihr auch schon? Bist du in Nürnberg? Ja. Was bringt ihr dann auf die Wiesn? Einfach das Interesse oder musst du arbeiten? Ich werde arbeiten. Erstens das Interesse. Zweitens wurde mir gesagt von meinen Mitbewohnern, hey, dich könnten wir uns da ganz gut vorstellen. Als was? Als Bedienung. Okay. Und drittens werde ich danach in Urlaub fliegen.
Und du wirst das praktisch ein bisschen vorfinanzieren, ja, oder? Es gibt heute in der modernen Zeit viel Leute, die geben das Geld erst dann aus und dann schauen sie, wie viel das wieder braucht. Genau. Das, du bist anders geartet. Ja, ich schaue, was ich kriege und danach fliege ich damit in Urlaub. Und wo in was für einem Zelt arbeitest du als Bedienung? Im Schottenhammel. Im Schottenhammel. Ah, der ist nett, der küsst den Schottenhammel. Das ist ein ganz netter. Ich habe ihn kennenlernen dürfen, ja, schon okay, tatsächlich. Okay, ja. Oder, nee, Moment, das war der Konstantin Schottenhammel. Also, der Jüngere. Der Jüngere. Schottenhammel, auf jeden Fall. Ist es eigentlich schwierig? Muss man dann irgendwas vortragen? Muss man dann mal sagen, dass man einen Maßgang in die Hand nehmen kann, ohne dass er runterfällt? Nein. Ja. Nee, man muss, also ich habe mich früh beworben, einfach mit einem Team zusammen aus. Und jetzt ernährst du dich noch mal gesund, weil du in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich nur noch Wurstsemmeln kriegst und Essiggurken, oder? Ich hoffe, ich bekomme... Was machst du mit dem schönen Kappe? Du bist bei der Wachmannschaft, oder? Sicherheit. Ich arbeite nicht auf der Wiese. Nee, ich bin gerade heute nur auf Besuch da. Ja. Was hat man da eigentlich, das würde mich schon interessieren, was hat man eigentlich oder was erwartet man sich von so einem Oktoberfest? Du bist wahrscheinlich auch zum ersten Mal auf der Wiesn, oder? Also ich bin heute zufällig da, aber ich gehe nicht auf die Wiesn tatsächlich. Hat sich noch nicht ergeben. Aber wenn man dich jetzt einladen würde und dann praktisch ein Freimarken für Händel und ein Wiesnmaß, dann darfst du schon gehen? Dann darf er schon hingehen, ja. Ja, überleg schon, weil du hast ja das Zeug dann in der Hand, ne? Schon. Ja, wenn er da ein Springer ist. Das ist seine eigene Entscheidung, ob er runterkommen will oder nicht. Haben Sie denn das wirklich gut überlegt? Weil es ist verschoben. Ja, ich habe da schon oft drüber nachgedacht in letzter Zeit. Haben Sie denn auch schon Übungen gemacht? Also ja. Wie viel Maske kriegt das gleichzeitig dran können? Ja. Acht. Acht? Ja. Das ist wie wurde gesagt, das ist ein guter Durchschnitt. Ah, okay, ach, nein. Das wären dann schon mehrere, wenn es das verkaufen kannst. Ja, ja. Nein, das ist das große Problem, was die in China haben. In China gibt es auch viele so große Festzelte. Und in China, da können die Bedienungen nicht mehr als zwei Maskkrüge gleichzeitig tragen. Das schafft der Chinese nicht. Also das halte ich für ein Gerücht. Ich glaube, dass der Chinese, wenn er trainiert, genauso viele Maskkrüge schafft wie wir auch. Die haben dann sogar aus Amerika Immigrationschinesinnen nach China geholt, weil die schaffen es mit Vieren. Glauben Sie das? Nein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wissen. Dankeschön. Und weil Sie das so schön jetzt gemacht haben, können wir es ja damit im Fernsehen freuen Sie. Nee. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Wir wohnen hier. Ich bewundere die Menschen ja sowieso, die hier wohnen. Verstehen Sie? Ist es ja nicht das einzige Fest, was da stattfindet? Naja, sonst nicht. Naja, Frühlingsfest. Und aber das ist nicht tragisch. Naja, jetzt sind sie ganz knapp an einem großen Konzert an Silvester vorbeigeschraubt. Ja, Rammstein, ich sage nur Rammstein. Ja, das stimmt. Aber das ist dann meistens weiter hinten. Das stört uns nicht. Nee, aber hier ist es nicht nur der Krach. Sondern die Leute, die mit der U-Bahn kommen, werden hier hinten rumgeleitet und hier dürfen sie rein. Da hinten ist kein Eingang mehr. War früher immer ein Eingang. Ja, und die kommen dann drüben auf der anderen Seite raus aus der U-Bahn. Und wo geht's jetzt zum Oktoberfest? Ja? Und dann ziehen sie entweder da hinten oder hier rum. Da hinten dürfen sie möglicherweise auch nicht rein, weil sie alle hier durch die... Und das geht alles nicht leise, sondern bei entsprechender Beschallung für die Anwohner, oder? So ja, abends, ja. Ja, wenn Schluss ist, dann ist es sehr laut bei uns, ja. Und dann ziehen sie noch in die Kneipen, in der Poststraße. Und dann müssen sie sich auch noch erleichtern. Vor der Haustür, oder? So ungefähr, ja. Das stelle ich mir am schlimmsten vor. Ja. Haben Sie Schallschutzfenster oder was haben Sie für ein Baujahr? Ja, ganz normale. Ganz normal. Ganz normale. Also Doppelglas, oder? Diese Doppelfenster. Ja, aber unser Haus ist ein Eckhaus. Ja, ja. Da vorne am Paulsplatz. Ja. Und Eckhaus auf, sagen wir, südwestlicher Seite
Ja, da kommt jeder Dreck von oben und von unten ist zum Schreien. Seit 30 Jahren waren wir nicht mehr auf dem Oktoberfest. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Da bauen wir, also man könnte ja auch hergehen und sagen, okay, da gehe ich jetzt einfach nach vorne, Angriff ist die beste Verteidigung und verbringe jeden Abend im Bierzelt, bis es zusperrt. Könnte man ja meinen, oder? Da lasse ich. Weil die Bierzelte in der Regel besetzt sind, also reserviert. Ja, und... Nee, das will ich sowieso nicht durchstehen. Also auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Früher, da sind wir sogar mittags rüber zum Essen und so. Da sind ja Kantinen offen. Aber jetzt. Höchstens mal auf die alte Wiesen. Auf das Gemütliche her, gell? Ja, da ist es gemütlicher. Ja. Darf ich abschließend noch fragen, wo Sie da praktisch alternativ immer in Urlaub hingefahren sind? Wo haben Sie dann Ihre Urlaube während des Oktoberfests verbracht? Meistens in Deutschland, zuletzt. Ja, die letzten Jahre in Deutschland, aber vorher ja, mal in Korsika, mal in. Wo waren wir? Mal in Amerika. Waren Sie mit den Hurtigruten unterwegs? Ja. Mit dem Postschiff um Norwegen? Ja. Ja, ja, ja. Und wir haben das immer während der Oktoberfestzeit. Ja ja, 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 ja. Und in den letzten Jahren hier in Deutschland immer irgendwo. Ja, ja, schade, dass Sie das ja nicht geschafft haben. Weil das ist natürlich schon, ich würde mal sagen, ein nachvollziehbarer Anlass, Urlaub zu machen, wenn hier Wiesn ist. Gell? Da braucht man nicht sagen, okay, was machst du so für Urlaub oder blätte Herrin, sondern das sieht man als Münchner sofort ein. Auch immer als Flüchtlinge bezeichnen. Ja. Wo sind Sie eigentlich her? Gebürtig aus Thüringen. Aufgewachsen in Brandenburg. Oh. Gearbeitet in Nordrhein-Westfalen. Dann haben wir uns kennengelernt. Und seitdem eigentlich München. Wie viele Jahre sind wir in München? Seit 60. Ja. Toll. Ich will Sie nicht länger aufhalten, war mir ein großes Vergnügen. Ja, 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 ich hoffe, dass alles kommt. Doch, natürlich. Nein, es ist so. Es wird so oft von den Nachbarn und Anwohnern des Oktoberfests und ihren Leidensweg gesprochen. Aber ich habe noch nie welche kennengelernt. Sie sind die Ersten. Sie haben ein volles Mitgefühl. Es freut mich sehr. Und ich werde noch ein Weichzeichner drauflegen, dass Sie besonders gut ausschauen, okay? Also Pfirtaler, gell? Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.